Buongiorno. Liebe Freunde der Akademie Italiana, herzlich willkommen heute aus der fabelhaften Mainzer Altstadt. Wir sind hier in der Augustinerstraße im wunderbaren Bistrorante L'Angolo. Ich sitze hier mit Julia von Schenk. Hallo Julia. Hallo Rocco. Julia, du bist der Gast unseres nächsten Kulturabends. Am Samstagabend, 11. Juni 2016, 20 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen, denn Julia wird uns etwas über ihre Erfahrung erzählen, über ihre Reise an die Bucht Europas nach Griechenland gegen den Strom. Ja, das ist der Thema des Vortrages. Wie bist du denn zu diesem Vortrag gekommen? Also, was hat dich bewegt dazu, diesen Vortrag anzubieten? Ja, es ist eigentlich eine sehr schöne Koinzidenz. Du, Rocco, hast mir von deinen schönen Kulturabenden erzählt und ich habe dir von meinem Thema erzählt, das ich im Moment vielen Leuten erzähle, weil es mich sehr beschäftigt und weil es auch alle Leute in der Gesellschaft beschäftigt auf irgendeine verschiedene Art und Weise. Es geht um die Flüchtlinge. Und zwar geht es einmal nicht um die Flüchtlinge, die schon in Deutschland angekommen sind, über verschiedene Wege, sondern es geht eben darum, dass ich mich entschieden habe, den Flüchtlingen entgegenzugehen, also tatsächlich gegen den Strom an die Bucht Europas. Damit ist natürlich Griechenland gemeint. Bucht eben in doppeldeutigem Sinne, nicht? Dort kommen eben auch diese Boote an, die man oft im Fernsehen sieht, auch wenn gekenterte Boote sind. Das ist ein Thema, das mich persönlich sehr beschäftigt. Ich selber bin Dozentin für Griechisch an der Johannes Gutenberg Universität hier in Mainz und habe deswegen einen besonderen Blick auf Griechenland. Und ich habe mich persönlich entschieden, dort zu helfen und in diesem Land den Flüchtlingen zu begegnen, noch auf ihrem Weg in weitere europäische Länder. Und bin eben letztes Jahr im September das erste Mal dorthin geflogen, habe dort dann für 10 Tage in einer Suppenküche mitgearbeitet. Vorerst war das eine Suppenküche für Obdachlose, ist aber völlig explodiert sozusagen, als die vielen Flüchtlinge kamen. Gerade letztes Jahr im September war die Balkanroute noch offen. Das bedeutet, dass man dort den Menschen geholfen hat, auch noch das Gefühl hatte, die kommen noch wirklich weiter. Jetzt inzwischen, ich war wieder im Februar dort für eine längere Zeit, hat sich die Situation noch mal dramatisch verschlechtert. Ich würde gerne an dem Kulturabend meine Eindrücke erzählen, um auch diese Eindrücke hineinzugeben in die große Diskussion, die es in diesem Land und in den anderen europäischen Ländern im Moment über die Flüchtlinge gibt. Ich glaube, dass es wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen, auch mal nicht nur über die Flüchtlinge, die schon in Deutschland sind oder schon in Programmen integriert sind, sondern auch über die vielen, vielen Menschen, die noch auf dem Weg sind zu uns. Ich möchte eben ganz bewusst auch die Leute, die am Samstagabend kommen, freue mich drauf, mit auf den Weg nehmen. Unternehmen Sie mit uns, mit mir eine Reise an diese Bucht Europas am Samstagabend. Und ich glaube, Sie werden sehr viele, sehr interessante und auch tief ergreifende Eindrücke gewinnen. Liebe Julia, dann bleibt mir nichts anderes, als dir zu sagen, Ευχαριστώ πολύ, wie man auf Griechisch sagt. Vielen, vielen Dank und vielen wir gönnen Dank. Uns jetzt einen sehr, sehr guten Aperitivo. Das ist eine gute was Idee. Haben wir denn genommen? Wir haben einen was ganz es kommt. Spritz bestellt. Von dir selbst. Caro Biagio, Spritz. Prego. Grazie. Prima la signora. Bistrorante L'Angolo. Augustinerstraße. Mit Biagio. Mit Biagio. Grazie Prego. Mille, Biagio. Salute. Wir erwarten euch am Samstagabend in der Gaustraße. Salute. Salute. Wir müssen auch anstoßen, unbedingt.